Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, diese Freunde. An dieser Stelle aus dem Off mit dem Bild, was jetzt wirklich mit dem Video nicht viel zu tun hat, aber ich muss heute eins raussuchen. Dann nehmen wir doch eins vom LKW. Ja, es kam jetzt eine ganze Weile nichts. Ich hatte wirklich viel zu tun. Auch im Moment bin ich ein bisschen erkältet, kuriere mich gerade aus und wird aber schon besser. Sonntagabend bin ich wieder auf der Strecke nach Bremen hoch, ne? Falls wir uns sehen, fühlt euch gegrüßt. Ja, ich hatte jetzt ein paar Videos abgedreht, die beiden Speicherkarten waren voll und das heißt, es ging einmal Richtung Dänemark, dann ging es Richtung Frankreich bis an die Biskaya ran, dann ist noch ein anderes Video, was ich jetzt hier noch nicht groß bewerbe, mit dazwischen und was für mich was Besonderes war. Und ja, in der Zwischenzeit habe ich nicht so viel gedreht und auch nicht so viel geschnitten. Ich hatte schlichtweg keine Zeit. Ich entwickle die Firma oder ich versuche sie zu entwickeln. Auch die Homepage ist mittlerweile am Start. Und es gibt noch wahnsinnig viel drumherum zu ordnen. Also ich fühle mich immer noch so ein bisschen in Gründerstimmung. Und das Ziel ist schon, da ein bisschen mehr draus zu machen. Ja, weil für mich insgesamt ist es mehr, nicht nur die Spedition, sondern die Spedition wird für mich später mal, ja, wenn man so will, zu einer Art Werkzeug, und das bereite ich jetzt schon vor. Grundlagen müssen gelegt werden, Transportmanagementsysteme eingespielt werden und das Ganze mit Truck-Koordination und so weiter und so fort. Das hat jetzt hier nicht so viel zu suchen an dieser Stelle, aber all das frisst Zeit. Und dann hast du ja auch noch deine persönlichen Dinge zu klären. Und ja, dann bleibt einfach fürs Videoschneiden und für dieses Hobby. Für mich ist das ein Hobby, also das ist nicht Teil meines Geschäftes, sondern ich lasse euch da ein bisschen teilhaben, auch so weit teilhaben, wie ich Sinn für mich empfinde, dass es Sinn macht. Deswegen werde ich auch mein Geschäft nicht in aller Tiefe erklären, sondern ich lasse euch so ein bisschen an der Oberfläche teilhaben. Und das braucht alles Zeit. Und deswegen sehen wir uns halt heute hier jetzt wieder zum Video. Und ich werde aus diesen ganzen Videos, ich glaube, ich habe 228 GB, das werde ich jetzt alles sukzessive schneiden. Und dann drehe ich jetzt auch in der Zwischenzeit, ich glaube, ich habe im kompletten September nichts gedreht oder zumindest die letzten 2-3 Wochen, weil, wie gesagt, genügend Material vorhanden war. Und dann werden wir nach diesen ganzen Videoreihen einfach ins Jetzt springen, wann immer das auch sein wird. Ne? Weil ich kann euch jetzt auch nicht mit Videos zuballern, so viel zum Schneiden komme ich auch nicht, weil das dauert auch so locker eine Stunde, anderthalb Stunden für so ein Video sich hinzusetzen, das fertig zu machen. Ihr wisst, schneiden, rendern, hochladen ist harte Arbeit. Ne? Und ja, aber man muss schon ein bisschen Zeit investieren. Ne? Also insofern, fühlt euch jetzt ein bisschen unterhalten. Es geht jetzt, ich starte jetzt irgendwo in Warburg und dann geht es, kommt ein harter Schnitt. Dann sehen wir uns in der Nacht in Hamburg bei der Einfahrt in den Elbtunnel wieder. Da rede ich nicht allzu viel und dann werden wir uns, glaube ich, auf dem Rastplatz Richtung Flensburg hochsehen. Da machen wir ein bisschen Sport zusammen und dann geht es rein Richtung Dänemark. Und es war eine wunderschöne Tour, die habe ich auch genossen, mit Fähre zurück und allem drum und dran. Also kommt ein bisschen Videomaterial, ein paar Videos werden allein zu Dänemark kommen und dann geht es so weiter. Also ich behalte mir auch ein bisschen die leckeren Brocken für euch vor. Ich muss jetzt nicht jeden Schnipsel hier meines täglichen Trucklives filmen. Die Zeit habe ich nicht und ihr auch nicht, euch das anzuschauen. Insofern genießt die Tour. Wir sehen uns. Bis dahin. So, endlich wieder voll. Ja, einen wunderschönen seht. Guten Morgen, guten Tag, meine lieben diese Freunde. Ich habe jetzt mal, naja, so eine Art Auszeit genommen von knapp 14 Tagen. Also ich bin Freitag, vorletzte Woche, das letzte Mal gefahren und ja, jetzt wieder unterwegs. Er geht erstmal durch, dass ich da frei Bahn habe. Noch ein paar Fußgänger. Ich lasse durchlassen. Das ist echt eng hier. Ich bin gerade in Warburg. Also
alten Firmengelände und habe Ladung für Montag früh um 2 Richtung Halle drauf. Das heißt, ich fahre jetzt von Marburg nach Kassel und am Sonntagnacht dann los Richtung Halle an der Saale. Direkt meine Nasenlöcher sehen. Also ich habe die Kamera jetzt noch mal ein kleines Stückchen noch mal an den Kopf rangebracht. Aber Spiegel sieht da trotzdem nicht besser. Aber dazu müsste sie noch nach vorne wandern. Dann müsste sie die Vergrößerung ein bisschen erhöhen. So. Aber ich bin echt gespannt, was mit der
Sprachqualität wird, das werde ich dann ja gleich mal auswerten. Damit das dann auch für die zukünftigen Aufnahmen optimal geeignet ist, nicht wahr? Aber das Positive ist, ich habe so die Hände frei. Und muss die Kamera nicht die ganze Zeit halten. Und ich könnte sogar von hinten ein Stromkabel dran führen. Das hilft aber immer noch nicht mit der Funkstrecke, weil die USB-C-Steckdose, die an der Kamera ist, kannst du entweder zum Laden oder zum Einstecken des Mikrofonempfangsteils nutzen. Und gerade dieses Mikrofonempfangsteil, warte mal, ich hole das mal raus. Das ist ja halt Kasus Knaxus. Das ist dieses hier. Ja. Das wird, warte mal, vielleicht, ja, ich will es schon mal einschalten. Ja. Das ist dieses hier. Und das ist halt von der Batterieleistung echt unterirdisch. Das ist auch jetzt schon wieder leer, wie es aussieht. Was soll denn das? Das lädt er. Gute Güte. Ich werde jetzt gleich nochmal zu Winkler in Kassel fahren, vorbei euren, weil ich eh zu MAN muss. Dann kann ich bei Winkler gleich nochmal vorbei. Bei MAN hatte ich mir die neue Teleskopstange bestellt, weil mein Wischer für die Scheibe, deswegen ist die auch so häufig so dreckig, der passt nicht zu der Teleskopstange. Deswegen hatte ich mir jetzt eine passende Teleskopstange bestellt und hatte gestern auch mal auch zu der Zeit meine Probefahrt im neuen 18520, also 2024er Modell. Boah, also das war, also zwischen dem Auto hier und dem anderen, dem neuen, da merkst du aber echt eine richtige Generation dazwischen. Allein das Getriebe, wie schön das geschalten hat und das im Solo-Zustand, wie sich das Auto hat schon Solo fahren lassen, war echt ein Träumchen. Und Schaltvorgänge im Getriebe habe ich quasi kaum gemerkt. Gut, jetzt war er leer. Ich habe jetzt irgendwann nochmal die Gelegenheit, ihn auch mal beladen zu fahren. Da machen wir natürlich ein Video, ne? Mal einen LKW testen. Und aber echt ein, also das ist nochmal eine andere Generation. Henrik, wenn du deinen schon hast, Glückwunsch an der Stelle, hast noch nicht, kannst dich echt freuen. Also was für ein toller LKW. Muss ich wirklich sagen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wirklich richtig gut gefallen, das Ding. Ja. Naja. Tülü, tüla. Achso, und dann will ich noch zu Winkler. Da hatte ich mal wieder einen Faden verloren. Und bei Winkler hole ich mir noch mal ein paar neue Anti-Rutschmatten. Also so nach 3 Monaten darf man mal langsam für Ersatz sorgen. Weil die dann halt doch durch die Stapler beim Rausziehen der hinteren Paletten, die festgeklemmt sind, die, ja, die leiden dann doch schon heftig. Und ich werde mir jetzt mal so eine Rolle kaufen, die ich mir dann immer mal abrollen kann und zuschneiden kann, weil ich brauche jetzt nicht alle ersetzen, aber ein paar dürften es schon mal sein und dann habe ich auch davon genügend Material dabei. Schönen guten Morgen, meine lieben diese Freunde. Hier vom Rastplatz aus Holmer irgendwas. Auf jeden Fall da hinten könnt ihr sehen, es geht Richtung Flensburg. Ich habe eine schöne Tour nach Richtung grobe Richtung Odensee, nach Dänemark.
mache gerade meinen Frühsport, habe noch ein bisschen Pause über, gehe danach duschen, dann vorne so ein Rühreichen und ja, und dann geht's weiter. Ich sehe gerade, der könnte mal wieder so ein bisschen eine Politur gebrauchen. Der ist auch von diesen ganzen Reinigungsmitteln, ist wie so ein bisschen ausgeblichen. Ist nicht schön, wieder ein bisschen aufpolieren hier. Habe ich eigentlich die Mittel? Muss man mal eine neue Polierscheibe holen. Und eigentlich auch so einen kleinen Polierautomaten mit niedrigen Geschwindigkeiten. Also vor, zurück geht, ne? Bis da. So, ich mache jetzt noch meinen letzten von drei Runden Kettlebell-Satz fertig. Das ist eine 16er Kugel, wen das interessiert. Ja, und dann freue ich mich auf die Dusche und dann geht's weiter. Und dann richtig löhnen dann für die große Brücke. Aber da werden wir uns vorher nochmal wiedersehen. Und ja, ihr wisst Bescheid, ist schon wieder Gelaber. So, dann nehme ich euch mal mit. Halt die Kamera überhaupt richtig. So, dann nehme ich euch mal mit. Und hoppala, zack. Gehen einmal um den LKW. Ihr haltet die Kugel neben den Körper. Dann machen wir. Linken Arm. Hoppala. So. Das ist die dritte Runde. Das ist gar nicht so ohne. Wie ich da vorne nochmal 5 auf dem linken schaffe, das weiß ich nicht. Gleich über die Grenze nach Dänemark. Da vorne ist sie. Stellen wir euch mal hier hin. Gleich auf der Bahn und dann schön auf die Inseln, vom Festland auf die Inseln, da freue ich mich schon total. Aber ich will mir erstmal noch mal einen schönen Hotdog besorgen, weil das letzte, was ich gegessen hatte, war das Frühstück nach dem Sport heute. Und da hatte ich mir 4 Spiegeleichen gegönnt und ja, Eiweiß wirkt immer lange vor, hält lange satt. Also wenn ihr abnehmen wollt, schön eiweißreich essen, aber nicht nur, ist klar, beschäftigt euch damit. Ich gebe hier keinen Ernährungsratgeber, sondern wir kümmern uns hier ums Thema Trucking. Und, aber Eiweiß hält halt immer lange satt, oder Harzer Käse, ne? Ist ja auch viel Eiweiß. Und ich muss mal runterkommen von Pfunden. Ja, und deswegen. Aber Dänemark, so ein schöner Hotdog nachher, wenn da so ein Autobahnrasthof kommt. Das ist das erste Mal mit einem LKW an den dänischen Rasthof. Ja, das werde ich zelebrieren. So, dann wollen wir doch hier mal anschauen. Ich hätte Lust auf so eine dänischen Röllchen. So, das ist so Kuchenzeug. Schon lange her, aber war ich das letzte Mal in Dänemark.
Auf der Rückfahrt von Norwegen einmal. Ob es das hier aber gibt, das wage ich mal zu bezweifeln. Also hier will ich jetzt nicht drauf. Free Truck Parking. Ja, jetzt zu spät. Das ist hier schon die Insel. Ich stelle mich mal da vorne mit hin. Findlinge mitnehmen, ne? Da. Stellen wir uns dahinter. Wohnmobile sind jetzt nicht so viel unterwegs. Der ist auch nicht so voll. Der Parkplatz. Nehmen wir den. So. Dann gehen wir mal ein bisschen was leckern, ne? So viel Luft verschwenden. Nur so eine, das ist für morgen früh. Gut, dass ich heute Sport gemacht habe. Ich mache echt Sport. Arbeite mir das Zeug runter und das nächstbeste, was mir einfällt, nam 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 und Nougat, ist das eigentlich wieder draufzusetzen. Total schwachsinnig, aber naja, so bin ich nun mal. So, dann machen wir euch mal wieder ans Fenster. So, bis gleich. So, dann wollen wir mal versuchen, ob das, wie das funktioniert. So. Ja, GEMA und so, ne? So. Na, stopp. So, jetzt können wir. Müssen wir noch Eingabe ergänzen. Das könnt ihr nicht sehen, ja, oder doch ein bisschen auf der rechten Seite. Ich weiß nicht, was sie transportieren, das sieht nach Windmühlenflügeln aus. Ich habe jetzt das Fensterchen ein bisschen offen links, ihr könnt es sehen. Das ist eine neue Mod, neue Funktion jetzt hier im Real Truck Simulator. Da kannst du die Scheibe halt hoch und runter fahren. Ne? Kam ja im ETS schon viel, viel früher. Oh, ich habe meinen Kaffee, ich habe meinen Zucker. Und jetzt kommen wir schön auf die Insel Odense. Ich glaube, weiß nicht, ich glaube, die Insel heißt so. Ich habe meinen Fritz-Brugget Kaffee. Und jetzt kann man schön gleiten lassen, ganz richtig schön gleiten lassen. Ab 18 Uhr dürfen LKWs wieder überholen, also zwischen 15 und 18 Uhr ist hier auf dieser Strecke, kommen auch immer mal ein paar Schilderchen hier, LKW-Überholverbot. Ich logge wieder meine 84 ein. Da bin ich bis jetzt hier auch ganz gut gefahren. Ich freue mich einfach, dass ich in Dänemark bin. Das erste Mal mit einem LKW. Ja, wegen vorhin, ich glaube mit einem Womi, mit einem Hümi das letzte Mal über 2018 muss das gewesen sein. Nee. 2000. War ich mit dem Hümi überhaupt schon mal hier? Nee, mit dem Hümi war ich noch nie in Skandinavien.
Nee, das war mit dem T6 California. Und genau, mit dem T6 California. Und da bin ich. Genau, da sind wir zurückgefahren von Norwegen über Schweden, Dänemark. Genau. Dann über diese teure Öresundbrücke ist das, glaube ich. Kostet mit der LKW übrigens 214 Euro, wenn du jetzt keinen speziellen Vertrag hast oder so. Aber die wollen wir ja nicht fahren, rüber nach Schweden. Wir fahren die Beltbrücke und die habe ich hier vorne im Mautgerät. Das kann ich auch vom Handy aus bedienen. Ist auch alles online, passt alles. Und das Mautgerät zeigt jetzt auch hier in Dänemark grün an, sehe ich gerade. Ja. Bei Deutschland habe ich es nicht freigeschaltet, das Mautgerät. Da haben wir hier oben das Toll-Collect-Gerät. Das habe ich drin gelassen. Könnte das auch über das SVG-Mautgerät alles laufen lassen, habe ich jetzt aber nicht gemacht. Ja, werden wir sehen. Hatte jetzt hier einfach noch keinen Sinn gehabt, weil ich das Toll-Collect alles schon drin hatte und habe dann halt quasi für die ganzen Auslandsfahrten, habe ich mich persönlich für das SVG entschieden. Ja. Hier siehst du wirklich schöne Autos, ey. Scania 3-Achser V8. Reich und zart geschmückt. So, jetzt werde ich noch mal so ein Röllchen hier gönnen. Das ist schon, die ist schon ewig nicht mehr gegessen. Ja, okay. Sind wie bei uns diese Rumkugeln. Oh Gott. Ja. Wie diese Rumkugeln. Da reicht aber ein bisschen einen ganzen Kaffee-Nachmittag. Ja, das ist reichlich. Sind wir das erste Mal auf der Fahrt hier Wasser. Da hinten kommt eine wunderschöne große Brücke. Das ist die erste. Wir sind gerade hier. Also vom Festland rüber nach Odense. Mittelfahrt. Dann sind wir gleich auf der Insel. Schon was Erhabenes. Das ist echt schön. Aber gerade so wie so ein kleines Déjà-vu. Und es mag sich jetzt echt lächerlich anhören, aber hier so überlegst, dass man irgendwann mal mit einem ETS hier rüber gefahren ist und jetzt hier wirklich rüberfährt mit einem LKW, einem eigenen LKW. Und eine Fracht führt dabei, das hat schon was. Das ist was Cooles. Das ist noch nicht ganz so weit weg von zu Hause, aber es ist schon eine kleine Fernfahrt. Und ich genieße das gerade total. Jetzt stechen wir jetzt hier über die Insel. Ich denke mal, das dauert so, naja, halbes, vielleicht ein Dreiviertelstündchen. Und dann kommt die, wie heißt die denn? Auf jeden Fall ist das Mautgerät dafür bereit, die lange Brücke oder Damm.
Und an der Stelle machen wir dann mal Schluss mit diesem ersten Teil Video. Damit halt die tolle Storebelt-Überfahrt dann im nächsten drin ist und ihr es auch guckt, natürlich. Ne? Man muss ein bisschen baiten. Clickbaiten. Ihr merkt, Dänemark zu fahren war für mich schon was Besonderes und das ist es nach wie vor noch. Ich finde, da oben, aber auch in Frankreich und so weiter, wo ich jetzt schon war mittlerweile, bis tief in die Biskaya oder an die Biskaya, das fährt sich einfach unfassbar gelassen. Du kannst richtig rollen lassen. Das ist ja, es ist ein schönes Fahren und wo ich auch insgesamt nochmal hin will, ist auch Norwegen bis hoch nach Finnland, Schweden, also Skandinavien, ne? Wovon jeder LKW-Fahrer so ein bisschen träumt. Und ja, das will ich mir auch mit der Zeit auch verwirklichen. Gut, dann würde ich sagen, falls ihr noch nicht abonniert habt, macht es. Schenkt mir ein Abo, damit helft er mir und kommentiert auch ruhig ein bisschen. Das hilft auch dem Algorithmus, dass das Video auch weiterempfohlen wird. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ich setze mich gleich ran, schneide das hier weiter, werde das in der Zwischenzeit hochladen. Jetzt ist Samstag, dann kriegt das jetzt bald kredenzt. Ich denke so zur Mittagszeit, bis YouTube das verarbeitet hat und so weiter. Und dann, wie gesagt, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt gesund und immer gute Fahrt. Euer Tom. Ciao.